Guten Abend. Ich bin sehr müde. Aber ich freue mich. Ich freue mich, euch zu sehen, zu lesen. Und hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich darauf, diesen dramatischen Mordfall aufzuklären. Also, wir gucken, was los ist in der Abtei. Da ist letztes Mal jemand Totes aufgefunden worden. Nicht irgendjemand, sondern unser neuer Freund, der Herr. Wie hieß er mit Vornamen? Ich hab's vergessen. Herr Rotvogel. Der reiche Dude. Ja, der Geld bzw. eine wichtige Schrift an die Kirche oder an die Abtei geben sollte. Gleichzeitig aber dort sich ganz schön daneben benommen hat beim Abendessen. Baron. Danke, Gerrit. Ich glaube nicht, dass Baron der Vorname ist, aber er ist ein Baron, ja. Baron Rotvogel. Ja, hat sich in der Kirche nicht um die Freunde gemacht, denn er ist ein Martin-Luther-Verehrer oder zumindest Befürworter. Gleichzeitig ist man aber von ihm abhängig, weil er ist auch ein reicher Mann. Und wir haben uns eigentlich ganz gut mit ihm verstanden, obwohl er ein unangenehmer Schnösel war, aber wir wollten uns, haben so ein bisschen mit ihm eingeschleimt und sind auch generell vielleicht eher der moderneren Kirche zugewandt, so wie er. Lorenz, danke. Baron Lorenz von Rothausen ist früh von uns gegangen. Es hat ihn dahin gerafft. Und alle Details schauen wir uns jetzt an. Rotvogel, was habe ich gesagt? Oh Gott, was habe ich gesagt? Gerrit schreibt Rotvogel. Jetzt habe ich Angst, dass ich aus Versehen irgendeinen anderen Namen gesagt habe, weil mein Gehirn so müde ist. Und dass irgendwas Schlimmes ist. Das sind irgendwie die Namen von meinem Mathelehrer oder so. Niemandem wünsche ich den Tod. Wirklich niemandem. Fast niemandem. Fortfahren. Oh, ich glaube, wir müssen den Toten nochmal finden. Wir waren nämlich... wie war da noch? Ich glaube, es ist gerade Mittag, oder? Es ist Mittag und irgendwie sind die ganzen Mönche in das... Genau, in den Kapitelsaal gelaufen, da wurden sie hingerufen. Oh, ich habe Rothausen gesagt, sagt ein Gerrit. Okay, das ist ja eher, da habe ich ja mehr eher mich selbst mit umnieten wollen. Rothausen. So heißt ich ja mit Nachnamen, wie ihr wisst. So, Refektorium. Wir wollen in den Kapitelsaal und da wird sich Schlimmes zeigen. Ich hoffe, es ist jetzt, wir legen jetzt direkt damit los. Also atmet doch mal tief durch. Jetzt vielleicht nichts essen gerade. Das ist der große Garten. Das ist der Kapitelsaal. Und der, ich denke, es ist etwas Schreckliches passiert, Meister Andreas. Ja, das denke ich auch, Sebart. Sebhart. Entschuldige, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. So. Denn hier, es hängt schon Blut an der Wand. Es ist ein Massaker. Es ist mein, ich will das auch gar nicht jetzt mich ins Lächerliche ziehen. Es geht dem Herrn Baron Lorenz von Rotvogel wirklich gar nicht gut. Da kann man wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Ich glaube, der erholt sich nicht mehr von was auch immer ihm widerfahren ist. Jetzt habe ich letztes Mal schon überlegt, wie verhalte ich mich am besten, um nicht super auffällig zu sein. Also ich will nicht, dass man... Ich will nicht, dass mir der Kopfhörer aus dem Ohr fällt. Der mir übrigens heute auf der Arbeit in die Kaffeetasse gefallen ist. So ein Tag ist nämlich heute. Aber er scheint es überlebt zu haben. Ich will nicht, dass man mich verdächtigt. Aber ich interessiere mich natürlich, was geschehen ist. Ich kann mir aber schon denken, dass mir das eh keiner beantworten kann. Sonst wäre das ja hier kein Whodunit-Mörderspiel, wenn jetzt klar wäre, was passiert ist. Also ich sag erstmal nichts. Ich beobachte erstmal. Auch das könnte als verdächtig wahrgenommen werden. Aber mal sehen. Gut, dass wir uns gestern noch auf seine Seite gestellt haben, finde ich, beim Essen. Erstens hat er da in seinen letzten Lebensstunden noch mal ein bisschen Rückenwind bekommen. Obwohl er das wahrscheinlich nicht nötig hatte als reicher Schnösel. Und zweitens verdächtigen wir uns jetzt vielleicht weniger. Weil wir waren ja offensichtlich auf seiner Seite. Aber mal sehen. Vielleicht sind wir aber auch jetzt mordgefährdet. Wer weiß, wer hier einfach aus Wut über die Martin-Luther-Affinität vom Herrn Lorenz von Rotvogel, ich weiß nicht, ob er von Rotvogel heißt, darüber gestolpert ist und ihn da einfach aus Wut umbringen musste. In Gottes Namen quasi. Bitte, Vater, wo ist Bruder Florian? Ruf ihn schnell herbei! Dramatische Szenen. Es wird aber auch nicht dramatischer, wenn ich das Thema wiederhole. Ich glaube, wir lassen es lieber ein bisschen auf uns wirken und ich übe mich in Schweigen. Es
bisschen Energie, was ich heute noch übrig habe, muss ich auch nicht jetzt schon alles verpuffen. Verprassen? Brauchen. Schweig still, Bruder! Heute haben alle andere Stimmen übrigens als letztes Mal, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie ich geredet habe. Also, ihr seht ja, wer redet. Das hat jetzt der Herr. Oder ihr seht es nicht, weil meine Birne im Weg ist. So. Das hat der Abt gesagt. Der Herr Gernot. Bruder Florian, wenn ich bitten darf. Ich nehme an, Bruder Florian ist Arzt oder so. Sieht ein bisschen aus wie Popeye. Oh, jetzt das Urteil von Bruder Florian. Ich bedauere, Vater. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Er ist tot. So. Das ist gut, dass wir einen Mediziner im Haus hatten. Das hätte sonst keiner ahnen können. Florian hat krasse Hände. Ja, danke an Gerrit. Ich habe mich auch gerade gewundert. Ist ihm der Bizeps so am Arm runtergerutscht? Oder hat er einfach... Vielleicht hat er einen ganz üben... So einen Bremsenstich am Ellenbogen... Also, ja. Ist interessant, auf jeden Fall. Entschuldigung, das war super sexistisch jetzt, dass Margarete so schreit. Vielleicht schreit sie auch so. Oder. Auf jeden Fall, sie ist entsetzt. Wer auch immer Margarete ist. Das ist Margarete. Ich weiß, ich bin nicht sicher, ob sie vorher schon zu Wort kam. Ihr müsst mir wirklich nachsehen, dass ich krasse. Also, ich bin so müde, ich krieg meine Zunge nicht mehr schnell genug bewegt. Deshalb werde ich mich heute noch mehr verhaspeln als sonst. Schwester Margarete, beruhige dich. Ja, ich finde auch. Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen, Schwester Margarete. Man muss sich immer unter Kontrolle haben, auch wenn man eine zermetzelte Leiche vor sich liegen sieht. Laut Schwester Cecilia. Schwester Gertrude, bitte geleite Schwester Margarete zurück zum Garten. Oh, die darf jetzt nicht mehr gucken. So wie wenn abends ein spannender Film im Fernsehen läuft und das jüngste Geschwisterkind sich so ein bisschen zu sehr mitfiebert. Die Eltern sagen, nee, ist noch nichts für den. Der kann nachher dann nicht schlafen und so. Deshalb darf jetzt Schwester Margarete nicht weiter mitgucken bei der Leiche. Die muss jetzt weg. Ja, Mutter Cecilia. Es ist immer noch nicht, wer von den beiden Schwester Margarete war, weil sind beide weggegangen. Das ist der Typ, der abends beim Abendessen was vorgelesen hat, der Poetry Slammer. Gott, steh uns bei. Der Baron ist, war ein Freund des Fürstbischofs von Freising. Direkt Angst um seine sozialen Kontakte oder seine beruflichen Kontakte. Hi, Mutter Brezel. Ich freue mich, dich zu lesen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Obwohl wir hier eine Leiche liegen haben, hoffe ich natürlich, es geht dir gut. Das Leben muss weitergehen. Warum macht er sich solche Sorgen um den Fürstbischof? Sprechen wir es in der dritten Person? Es ist schon wieder meine Birne im Weg. So, Schwester Margarete ist ja jetzt gegangen. Dann können wir jetzt meinen Kopf hier unten hin platzieren. Das denken wir nicht, das sagen wir. Okay, wir reden in der dritten Person mit Bruder Gernot. Nee, Abt Gernot. Die Abtei ist in... Ich weiß nicht mehr, wie geil geredet hat. Ach so, das war der... Ah ja, das ist der bei uns im Büro sitzt. Also in der Skriptorium. Die Abtei ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich. Ihre Existenz stößt manchen in der Kirche übel auf. Aber warum denn? Wir sind fern genug von Rom und Mainz, dass man uns vergisst, aber das könnte unerwünschte Aufmerksamkeit bringen. Florian, sag, wie leicht wäre es dir möglich, diesen Leichnam verschwinden zu lassen? Ist ja ein Leichnam, dürfte nicht allzu schwer sein. Entschuldigung. Wer ist Florian? Ach, Florian war der Arzt, oder? Florian guckt entsetzt. Soll es vertuscht werden? Vater Abt, was wollt ihr damit sagen? Was stellst du mich in Frage? Warum verschwendest du wertvolle Zeit? Wollt ihr zusehen, wie die Soldaten des Fürstbischofs unsere Stiegen hinaufschreiten und eure Brüder und Schwestern aus unserer Heimstadt werfen? Es tut mir leid, Leute. Ich bin zu müde und unkonzentriert, um Texte zu lesen heute Abend. Oh, was sagen die? Oh nein, jetzt reden die alle Latein. Das ist doch so lange her. Oh gut, Ruhe, still jetzt. Ruhe, still jetzt. Tut mir leid, dass ich das nicht schnell genug lesen konnte. Viel Latein. Ora et labora. Alia jacta est und solche Sachen haben die alle da gesagt. Voller Aufregung. Das ist nämlich, die sprechen zwar Deutsch untereinander, aber so slangmäßig, wenn die so ein bisschen vor sich hin
fluchen und emotional ausrufen, dann reden sie natürlich noch Latein als echte Kleriker. Ruhe, still jetzt! Beruhigt euch, ihr alle! Da hat sie einen Schritt nach vorn getan. Vater Abt, Baron Rotvogels Leibdiener ist schon bereit zum Aufbruch. Oh ja, mit dem haben wir eben noch gesprochen. Der hat erzählt, dass das Buch verschwunden ist, was der Rotvogel mitbrachte für die Abtei. Die Frau des Barons sollte in wenigen Stunden eintreffen. Dies ist nicht der Zeitpunkt für voreilige Entscheidungen. Da muss ich Schwester Cecilia recht geben. Ja, ihr habt recht. Vergebt mir. Yes. Er hört auf sie. Aber was wollen wir dann tun? Wir müssen den Mann des Barons zum Hof des Freisinger Fürstbischofs entsenden. Mit Mann meint sie seine männliche Zofe. Wir hatten es schon. Das Thema. Mutter, ich weiß nicht, wie der redet. Mutter Cecilia, der Baron sagte, der Erzdiakon des Fürstbischofs sei zum Reichstag in Innsbruck. Umso besser. Unser zügiges Handeln wird alle Gerüchte um unerbührendes Handeln verstummen lassen. Ungebührendes Handeln, Entschuldigung. Angesichts des Ranges des Barons wird zweifelsohne der Erzdiakon sofort zur Ermittlung anreisen. Wir müssen vollständig mit ihm kooperieren und um eine schnelle Auflösung der Lage beten. Wer ist der Pressesprecher? Seht mir live beim mentalen Zerfall zu. Leute, so, es muss weitergehen. Ja, gut, danke, Mutter Cecilia. Ist doof, mit seiner Mutter zusammenzuarbeiten. Bruder Wojslaw, setze Bruder Piero im Keller fest, bis der Mann des Fürstbischofs erscheint. Was? Hä? Was hat denn Bruder Piero jetzt verbrochen? Was? Bruder Piero? Weshalb? So, ich will für Bruder Piero jetzt in die Dresche springen. Denn er ist unser guter alter Freund. Das ist absurd. Das wird in Erinnerung bleiben. Er wurde in flagrante Delicto aufgegriffen, Blut überströmt mit einem Messer in der Hand. Was? Ich sehe kein Messer, Leute. Ich sehe kein Messer. Und guckt euch diesen gebrechlichen alten Mann mal an. Also, ich weiß nicht. Das wäre auch zu naheliegend. Es ist nie der erste Verdächtige in so einem Crime-Ding. Hallo, was mit Netzen? Cool, dass du da bist. Das freut mich. Euch auch nochmal die Warnung. Ich bin heute extrem durch und werde wahrscheinlich nicht lange machen können. Es tut mir total leid. Also so ein Stündchen. Und denke auch drüber nach, meinen Streaming-Abend generell zu verschieben. Also nicht zu verschieben, aber den Abend zu wechseln innerhalb der Woche. Zum Beispiel auf Mittwoch war so eine Idee. Ich weiß nicht, wann ihr sonst Zeit habt, aber Montag ist echt immer super schwierig bei mir. Naja, weiter geht's. Messer in der Hand hier, Piero. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber vielleicht wurde ich auch nur geblendet von seiner süßen alten Opi-Aura. Vater, glaubt ihr wirklich, dass Bruder Piero zu einer solchen Schandtat imstande ist? Ja, vom Zorn erfüllt wäre es schon möglich. Warum sollte er denn vom Zorn erfüllt sein? Ich zürnte den Baron nicht, Vater Abt. Ich habe ihn schlicht so gefunden. Kein Zorn, nicht einmal dafür, wie er euer Werk beleidigt hat und uns zwang, es an Andreas zu übergeben. Ja, wir haben den ja direkt danach gesprochen, den Bruder Piero, und ich hatte nicht das Gefühl, dass er mega verletzt war darüber. Der war mehr so, ja, whatever, was ihr jungen Leute halt wollt. So. Er wirkte auf mich nicht erzürnt, aber keine Ahnung. Ein Kloster ist kein Debattierverein. Wenn der Mann des Fürstbischofs ankommt, dürfen wir nicht mit leeren Händen dastehen. Also opfern wir notfalls Bruder Piero, weil der ist eh die Arbeitskraft, die als nächstes ausfällt, oder wie? Also wirklich. Gernot. So, jetzt können wir entweder sagen, selbst wenn Piero den Baron töten wollte, wäre er doch gar nicht körperlich dazu in der Lage, oder? Er war nicht zornig. Jeder, der im Skriptorium war, weiß das. Selbst Guy weiß das. Aber wenn wir das jetzt sagen, dann sagt Guy bestimmt doch schon, er war schon zornig, weil Guy ist ja so ein Schleimscheißer. Hallo Bummelin, cool, dass du da bist.
Ah, ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja. Schwierig. Ich kann nicht wirklich beurteilen, inwiefern Piero körperlich dazu in der Lage wäre oder nicht, auch wenn ich mir das schlecht vorstellen kann, dass er das war. Und hier könnte ich mir vorstellen, wenn ich das sage, dass Guy dann sagt, ja doch, der war wohl zornig und irgendwie, ja, ich versuch's mal. Einfach nur, um dann zu sagen, seht ihr, habe ich doch gesagt, Guy fällt uns in den Rücken. Oh, das wollte ich nicht. Sei still, dies ist nicht deine Angelegenheit. Na, hat er auch ein bisschen recht. Es ist meine Angelegenheit, wenn ihr mich in Bruder Pieros angebliches Motiv hineinzerrt. Ihr mich, ja. Vergebt mir, Vater Gernot, ich denke nur nicht, dass Bruder Piero derartiges getan haben könnte. Ja, vielleicht ist das zu aufmüpfig. Never trust a guy. Das finde ich sehr gut. Ja, der Geist, den mögen wir alle nicht, oder? Da sind wir einig. Ich mache erstmal die vorsichtige Variante. Deine Einlassung ist vermerkt. Jetzt werden wir nur so ein launiger Teenager in seinen Augen. Mein Entschluss steht. Bruder Wojslaw wird Bruder Piero bis auf Weiteres in den Keller überbringen. Oh, der stirbt doch direkt. Der kriegt direkt einen Lungenentzündung. Guck den armen alten Mann nochmal an. Bruder Florian, bitte begleite Andreas aus der Abtei. Hä? Ich möchte aber noch gucken. Ich will noch nicht ins Bett. Also, ich schon, aber hier, Andreas will noch nicht ins Bett. Andreas, ihr zeigt euer Gesicht hier allerfrühestens morgen wieder. Habt ihr mich verstanden? Ja, ich sage einfach ja. Ich muss ja jetzt nicht noch provozieren. Ich bin jetzt zu sehr, mir fällt das so schwer, so gegen meine eigene, gegen meine eigenen Verhaltensweisen hier anzugehen. Der hat mich ja jetzt hier offensichtlich angemeckert, jetzt wäre ich einfach viel zu überfordert davon schon, um noch jetzt ihn zurückzumeckern. Deshalb, ja. Jetzt sticht er mich ab. Haben die keine Überwachungskameras da? Oh, Florian. Florian hat sich vom Ab nicht getraut, aber sagt jetzt, Andreas, hört mir zu. Ich fühle mit euch. Ich denke auch nicht, dass es Piero war. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den abzureizen. Sicher glauben auch die Brüder und Schwestern an Pieros Unschuld. Aber der Abt ist besorgt wegen der Aufmerksamkeit des Fürstbischofs. Der Abt hat sich aber auch am meisten aufgeregt, zusammen mit diesem anderen Dude, dessen Namen ich gerade vergessen habe, darüber, was Baron Rotvogel beim Abendessen von sich gegeben hat. Also dem Abt würde ich eher zutrauen, dass er den Baron umgebracht hat, als dem armen alten Piero. Wenn ihr eine Idee habt, höre ich sie mir gern an. Ich muss etwas tun. Ich kann doch Piero nicht unschuldig zu Tode kommen lassen. Ja, to the rescue, oder? Aber die Idee hätte ich auch gern. Ihr sollt mir erst die Idee sagen. Nehmt euch ein paar Stunden Zeit, um Nerven und Geist zu beruhigen. Ihr müsst klar denken. Das ist keine Idee, Florian. Geht zu den Druckers, esst eine gute Mahlzeit und kommt zur None zurück. Zur neunten Stunde, liebe Lateinfreunde. Wir werden nicht viel Zeit haben, aber werft einen kleinen Stein an mein Fenster, dann lasse ich euch herein. Yes! Wir sind Team Mordaufklärung, Florian und ich. Mich einlassen? Wofür? Um den Leichnam zu examinieren. Yes! Stimmt, ich kann ja Medizin! Chefermittler Andreas, ja. Yes, oh, geil, kann man gleich so Dr. Bibber-mäßig den Baron von Rotvogel auseinandernehmen. Ich freue mich schon ein bisschen. Das war tatsächlich mal ein Berufswunsch von mir. So Gerichtsmediziner. Ist ein bisschen weird, ich weiß, aber ich dachte, es wäre super spannend. An so einer Leiche rumzuschnibbeln und so rauszukriegen, was passiert ist. Ist lange her. Dem bin ich ja nicht nachgegangen, diesem Wunsch. Ich hatte viele Berufswünsche. Also so viel Bedeutung hat das auch nicht. Ach krass, Bommel hatte die Storyline nicht. Oh, spannend. Okay, ich sollte Florians Rat folgen und zu den Druckers gehen. Gerne doch, vor allem wenn wir da was zu essen kriegen. Hoffentlich wird dadurch mein Kopf frei. Also ganz frei wird dein Kopf wahrscheinlich 10 Minuten, nachdem du einen Mord gesehen hast, nicht. Eine Leiche gesehen hast, nämlich. Wobei, damals im Mittelalter, ne? Ja, da wahrscheinlich jeden zweiten Tag eine Leiche gesehen. So, die Druckers, die waren... Ach, das weiß ich ja wieder nicht mehr.
Ich gehe mal über die Wiese. Die waren irgendwie zwischen diesem Hauptmarktplatz-Ding da. Ich habe vergessen, wie es heißt. Da, wo die Schafe alle rumstanden. Komm, sollen wir den Druckers Blumen mitbringen? Und das, erst können wir uns erst nochmal an den lustigen Kaninchen und dem... Also die Kaninchen sind ja noch okay, aber diesem Hasen freuen. Wenn er lustig wieder steht. Schwertlilien schön. Oh, da stehen Schafe. Oh, das ist wie unser Freund, der Till. Das ist der einzige Name, den ich mir komischerweise merken kann. Ich weiß nicht warum. Ich kenne gar keinen Till im echten Leben. Naja, vielleicht liegt es daran. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er gesagt hat. Hallo, Meistermaler. Okay, mehr können wir nicht mit ihm reden. Hallo, Till. Till, in der Abtei ist niemand gestorben. Schrein des heiligen Moritz, ja, ja. Ja, ja, ja. Was gibt's hier noch für ein Kraut? Müssen wir nachher so Kräuter sammeln? Ah, Akelei. Oder Akelei? Man weiß es nicht. Sieht so aus, als würde sie früh erblühen. Sind wir auch noch Botaniker? Aber ich bin so froh, dass wir Mediziner sind. Ich hoffe, das hilft uns. Oder Medizin studiert haben. Ah, okay. Also Bommelin wollte Florians Idee nicht hören. Spannend. Ja, ich war ja auch kurz davor, das nicht zu tun. Aber das ist ja cool. Dann können wir jetzt immer live vergleichen, wie es in den verschiedenen Handlungssträngen abläuft. So, Familie Drucker, wohnte die nicht hier? Sind sie eine, ein Klaus Drucker? Klaus Drucker vielleicht? Obviously. Der alte Drucker gaggt. Gag. Also, ja. Alles gut. Guten Tag, Andreas. Schon aus der Abtei zurück? Es ist doch erst Mittag. Ja, weil da niemand umgebracht wurde. Andreas, geht es euch gut? Oh, wir sehen ja nicht so erfreut aus, ja. Mist. Wir sollten mal ein bisschen mehr Pokerface auflegen. Bommelin schreibt, sie wollte auch mal weiterspielen und wollte eigentlich heute, aber dann war der Tag so richtig kacke. Vielleicht morgen. Ja, mein Tag war auch richtig kacke. Deshalb werde ich auch heute leider nicht lange spielen. Sonst vergesse ich wieder alles. Ja, das Problem habe ich ja auch. Generell, dass ich die Sachen immer vergesse. Ich meine, es ist erst 2 Wochen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Aber dafür habe ich ja auch hoffentlich euch. Und diese Notizen hier oben zu den Personen. Hallo Rorschbecht! Cool, dass du da bist. Ich hoffe, es geht auch dir gut. So, wir gehen jetzt bei Klaus Drucker essen. Also uns wurde gesagt, er würde uns ein Essen servieren. Da weiß er aber, glaube ich, noch nichts von seinem Glück. Das hat er einfach Florian beschlossen. Nein, etwas Schreckliches ist geschehen. Ich bin nicht sicher. Mir geht es gut. Sorgt euch nicht um mich. Oh. Also ich würde mir jetzt... Wir dürfen das ja wahrscheinlich nicht erzählen. Aber das ist so ein bisschen over the top. Oder dann denkt ihr direkt so, okay, irgendwas ist komisch. Aber dann fragt ihr hinterher weiter nach. Es kommt darauf an, wie wir das betonen. Wir sind ja nicht gestorben, also sagen wir, mir geht es gut. Sorgt euch nicht um mich. Sorgt euch lieber um den Rotvogel und Piero. Ich glaube euch nicht. Kommt herein, setzt euch. Oh, guck mal, der Klaus. Der hat uns durchschaut. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich mich kurz ausruhen wollen. Schon ein bisschen dreist, aber naja. Ja, es war ein schwieriger Tag, der gerade erst angefangen hat. Eine Ablenkung wäre mir recht und vielleicht was zu essen? Ja, ich mach das. Dann habe ich genau das Richtige. Ich erbete mir eure Meinung zu meinem jüngsten Entwurf. Oh ja, was entwirft er denn? High Fashion? Oh, wow. Die Frau hat ja coole Haare. Ach, die druckt auch alles. Oh, da ist der kleine Bub. Oh, den seht ihr gar nicht. Moment. Ich mach meinen Kopf mal hier so hin. Guten Tag, Andreas. Soll ich euch einen Teller Essen machen? Natürlich. Sehr unspezifisch. Aber ja, ich nehme auch wohl einen Teller Essen. Wenn es keine so großen Umstände macht, wäre ich dankbar. Ich esse eure Speisen immer gern, Marie. Nein, es tut mir leid. Ich habe keinen großen Appetit. Ich denke mal zu lange nach. Dann kann das sein. Mal das hier. Es wäre mir eine Freude. Der Regen hat uns die Laune vermiest. Doch hoffentlich kann ein gutes Mahl alle erheitern. Ja, ich werde eure Laune bestimmt nicht heben. Ich habe gerade eine Leiche gesehen. Dann mach mal, Marie. Und danke. Der kleine Berthold. Hallo. Höflich nicken. Na, ich löcher ihn direkt mit Fragen, antwortet er nicht und dann sagen die Eltern, Berthold, was sagt man? So läuft das doch immer, oder? Hallo Berthold, wie geht es dir?
Müde. Oh ja. Berthold ist mein Spirit-Character heute. Oh, fast die gleiche Frisur wie ich, oder? Ey, überhaupt. Finde ich sie eben sehr ähnlich. Schön wär's. Kommt mit in meine Werkstatt. Oh, aber ich wollte lieber bei Marie bleiben, am Feuer und essen. Dann zeig mal. Oh, okay. Schon mal darauf vorbereiten, was auch immer er uns jetzt zeigt. Wir müssen es cool finden, weil sonst unhöflich. Ich werde den Till-Eulenspiegel neu bearbeiten. Vor einigen Jahren, da gab es eine Ausgabe aus Straßburg. Scheußlich, fast ganz ohne Abbildung. Ach so, er ist ja Drucker. Jetzt habe ich... Ich habe gerade so... What? Till, der Schäfer? Nein, ach, er presst. Ach, macht er so Buchrücken? Also, wer ist das Buch? Einbände oder was macht er? Er druckt. Aber das will er uns jetzt zeigen? Hm. Er ist kein guter Drucker, oder? Am Rand ist zu wenig Farbe. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Ja, habe ich eben auch schon gedacht. Er soll uns nur mal zeigen, dass er Drucker ist. Also ich finde den Gag schon ganz gut, aber stimmt's. Ist nicht... Aber ich meine, vielleicht war das einfach der Stand der Technik damals. Vielleicht ging es nicht anders. So, dann zeig mal. Was haltet ihr von den neuen? Die neuen Abbildungen? Kennen wir die schon? Oh. Ja, also einen stolzen Schritt, der Till-Eulenspiegel. Was hat er da dabei? Was hat er nochmal? Was? Oh, ich kenne die Geschichten nicht mehr. Ich hatte das auf Schallplatte als Kind. Wow, ich bin so alt. Ich weiß noch, dass da immer Meerkatzen vorkamen und ich nicht geschnallt habe, dass das so eine Art Affen ist. Und immer dachte, ah, oh, cool, Meerkatzen. Anyway. Also kennt jemand diese abgebildete Story von Till-Eulenspiegel oder möchte sie schnell aus dem Lateinischen für uns übersetzen? Ah, guck mal, Eulenspiegel auf Latein heißt Eulenspiegel. Also er verteilt da irgendwie... Oh, mein Gedächtnis. Auf der Schallplatte waren 2 oder 3 Geschichten drauf von Till-Eulenspiegel. Irgendwas mit Eulen auch, ne? So Toneulen. Ach, ich weiß nicht mehr. Anyway. So, können jetzt einfach sagen, die sehen wundervoll aus, eine schöne Arbeit, aber die hat er ja auch nicht gemalt, oder? Das war irgendwer anders. Vielleicht sogar wir. Die Figuren und der Bildaufbau sind herausragend, aber der Hintergrund ist sehr gedrängt und voll. Ich meine, wir sind ja Künstler, wir können ja so rumkritisieren. Vielleicht kriegen wir dann den Auftrag. Er hat das ja auch nicht selber gemalt, ne? Mal gucken, was er sagt, wenn ich jetzt hier Kritik äußere. Ich will es jetzt wissen. Ich schlage vor, in 2 Durchläufen zu arbeiten. Der Hintergrund in einer helleren Tinte, damit die Figuren besser zu erkennen sind. Hat er recht. Das ist eine gute Idee. Ich werde eure lobenden Worte an Marie weitergeben. Wer ist Marie? Deine Frau. Ach, die hat das gemacht? Sind das die Holzschnitte? Was? Wieso guckt denn jetzt so? Verstehe ich nicht. Das sind sie. Die Zeichnungen stammen von mir, aber sie hat die Schnitte gesetzt. Das ist irgendwie komisch übersetzt, ne? Also wir wundern uns, dass sie das gemacht hat, glaube ich. Ich habe genug Talent, um die Entwürfe zu zeichnen, aber nur sie kann die Holzschnitte und die Schrift umsetzen. Darf aber keiner wissen, weil sie ist ja nur die Frau vom Drucker. Oh, guck mal, wie wir gucken. Ganz stolz auf Marie. Jetzt wird gebetet. Segne uns, o Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnade erfahren. Ja, der ist gedanklich woanders, ne? Das merke ich schon. Der ist nicht wirklich im Gebet. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Müssen die jetzt aber alle sagen, oder? Amen. Amen, Amen. Amen! Berthold sagt, ich habe Hunger. Hey, Amen. Nein. Jetzt den armen Berthold nicht zurechtweisen. Der hat Hunger. Oh, wie geil ist das denn? Die sind richtig reich, oder? So viel Wurst an einem random... Weiß nicht, was heute für ein Wochentag ist. Aber das ist schon krass, glaube ich. Andreas, was war das für ein Leuten aus der Abtei? Es hielt so lange an. Da, ja. Da wechseln wir noch lieber das Thema. Ich glaube, ich darf das nicht erzählen. Das kriege ich richtig Ärger. So, ich bin auch komplett abgelenkt von dem Essen hier. Was haben wir denn? Was ist das? Was ist das? Nudels? Wurst? Brot? Komische Kombi. Ich bin nicht sicher, was das hier sein soll. Aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Danke, Marie.
Der Edelmann Lorenz Rotvogel wurde ermordet im Kapitel... What? Wie konnte ich jetzt mich nicht dagegen entscheiden, das zu erzählen? Scheiße. Ach Gott. Das ist... Wir durften das doch... Ich glaube nicht, dass... Bananenchips. Danke, Angel. Gute Idee, ja. Ich will auch so was Chipsiges. Oder dieses frittierte Brot, was manchmal dabei ist bei... Ach, wie heißt das nochmal? Dieser Salat, den es beim Libanesen gibt. Anyway. Wir haben jetzt einfach verraten, dass der Rotvogel ermordet wurde. Und ich finde es ziemlich dreist, dass ich das nicht verhindern konnte. Gott im Himmel, er ist doch erst gestern vorbeigeritten. Ja, aber es wird noch schlimmer. Einer der älteren Brüder, mit dem ich im Skriptorium arbeite, Piero, wurde des Verbrechens bezichtigt. Die Banane schon erfunden. Frag was mit Netzen. Nee, erst nur die Chipsform, sagt dann Gerrit. Ihr kriegt gar nicht mit, dass wir hier die Abtei verraten. Aber ihr habt schon recht, das mit dem Essen ist wichtiger. Die gute Butter auch in so Papier gepackt, ne? Es käme die frisch aus dem Kühlregal bei Rewe. Wie schrecklich. Ein Mord in Kirsau? Wie nur ist ein Mönch so etwas fähig? Das war jetzt extra schlecht gelesen, weil sie so entsetzt ist, wollte ich dazu sagen. Ja, er war es ja nicht, Marie. Es tut mir leid, Andreas. Der Baron schien ein interessanter Mann gewesen zu sein. Nett diplomatisch ausgedrückt, Klaus. Und ich weiß, dass er schon seit einigen Jahren Gönner der Abtei war. Ich habe so Leseprobleme. Ich höre es auch auf, mich dafür zu entschuldigen. Ihr müsst jetzt damit leben, dass ich heute nicht lesen kann. Wie ist er gestorben? Könnte es ein Unfall gewesen sein? Mein Kopf ist wieder im Weg. Ja, ich glaube, es war ein Unfall. Ihm sind einfach aus Versehen der Reihe nach seine Gedärme rausgefallen, als er gerade durch den Kapitelsaal schlurfte. Und glaubt der Abt tatsächlich, dass Bruder Piero ihn getötet hat? Du hast immer in höchsten Tönen von ihm gesprochen. Von wem? Von Bruder Piero oder vom Abt? Es scheint, Lorenz wurde erstochen. Doch ich bin mir nicht sicher. Es gab viel Blut. Jetzt laber doch nicht alles raus, Alter. Ich will nicht, dass wir so dumm sind. Es gab viel Blut, aber ich wage nicht zu spekulieren, was geschehen ist. Das ist besser. Ich erspare euch lieber die Einzelheiten, aber es ist kaum anzunehmen, dass es ein natürlicher Tod war. Übrigens sitzt irgendwie so ein 4-jähriges Kind mit am Tisch. Ja, ein bisschen älter als 4 vielleicht, aber... Ich nehme das dritte. Einfach wegen der arme Junge. Aber ich kann nicht glauben, dass Piero es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemandem etwas zuleide tut. Jetzt ist mein Kopf wieder im Wege. So. Oh, meinetwegen müsst ihr euch nicht zurückhalten. Ich habe Kinder geboren und auch Agnes geholfen, einige zur Welt zu bringen. Ich bin nicht empfindlich. Ach, sie ist auch noch nebenher Hebamme. Holzschnitzerin, Hebamme, Köchin, Tausendsasser. Aber wir haben uns ja auch nicht ihretwegen zurückgehalten, sondern wegen dem kleinen Steppke hier. Wie heißt er denn? Berthold. Ja, Blut! Genau deswegen. Ach, Berthold. Aber wenn es nicht Bruder Piero war, wer kann es eurer Meinung dann getan haben? Oder eurer Meinung nach? Ich habe gesehen, wie der glückliche Linhard und der Lorenz sich gestern angeschrien haben, kurz bevor ich an eurem Haus vorbeigegangen bin. Der glückliche Linhard. Ja, das ist der... Das war, als da die Schafe alle los waren auf dem Platz. Linhard ist der Schmied. Aber warum heißt er denn der glückliche Linhard? So ein random Beinamen. Aber gut, dass wir es einfach irgendwie verdächtigen und das verbreiten. Ganz schlechte Idee. Linhard? Warum sollte er einen Grund haben, das Wort gegen einen Edelmann zu erheben? Wähle ein Lebensmittelobjekt zum Essen aus. So endlich. Oh, Verletzung, komm gar nicht zum Essen. Muss ich von meinem eigenen Teller essen? Ah, es sind Eiernudeln. Spätzle. Ist das gleiche, oder? Spätzle und Eiernudeln. Vielleicht ist glücklich ein Codewort für irgendetwas, meint Angerit. Was meinst du denn damit? Da würde mir jetzt nichts einfallen. Ah, geil. Oh, ich kann nicht die Eiernudeln von den anderen essen. Das hätte ich aber lustig gefunden. Also, essen wir erst die Wurst. Beeinflusst das das Spiel? Oh, ich finde das mega lecker. Also, die Wurst würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber... Und die haben sie noch selbst durch den Darm gepresst. Also durch den Schweinedarm oder so. Durch ihren eigenen noch nicht. Das kommt noch. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Das ist eklig. Ich esse die Eiernudeln. Ah, es geht weiter.
Es geht wahrscheinlich noch etwas anderes vor sich, von dem ihr nichts wisst. Was soll das bedeuten? Ich schwätze nicht gern, aber wenn ihr es wirklich wissen wollt, solltet ihr mit den anderen Frauen in der Stadt sprechen. Warum sollte ich mit den Frauen sprechen? Was sollten die dazu zu sagen haben? Oder Mutter Cecilia, droben in der Abtei. Droben ist ein Wort, was wir öfter benutzen sollten, alle. Könnte es etwas mit den Nonnen zu tun haben? Das ist hier unsere Kombinationsgabe. Warum Mutter Cecilia? Dass sie viel von Tassing sieht, wusste ich nicht. Ja, aber die Mutter Cecilia nicht dissen. Die lebt schon seit 70.000 Jahren hier in Tassing. Nachdenklich nicken. Ich frag mal nach, aber dann sagt sie bestimmt, sie will nicht schwätzen. Aber würde Linhard sich mit Lorenz wegen Nonnen streiten? Die eine Nonne ist ja, auf die haben wir auch schon ein Auge geworfen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Oh, das wird nicht nötig sein, Marie. Der Linhard ist ein ehrlicher Kerl. Ich bin sicher, fragt ihn, wird er euch sagen, worum es ging. Ja, sagt er bestimmt, wenn er ihn umgebracht hat, ja. Denke ich auch. Der hat ja nichts zu verlieren. Da wird er bestimmt, da sagt man bestimmt auch, ja Mensch, ja gut, hat er mal eine Laune gehabt. Seine Hand gegen einen Edelmann erhoben. Ich danke euch beiden, das ist ein guter Rat, aber es gibt noch etwas. Darf ich noch eine Portion Eiernudeln nachhaben? Ich habe eine tödliche Eierallergie. Als Lorenz und ich über die Wiese gegangen sind, ist da die Witwe Kemperin aus dem Wald gekommen und... Stimmt, das war, als wir das erste Mal da langgelaufen sind mit dem. Die kam aus dem Wald und hat ihn irgendwie Teufelskerl oder so genannt. Ich weiß nicht mehr, da hat er sie Hexe geschimpft. Ja. Sie hat ihn wohl verflucht. Dann sind wir deswegen gestorben. Kopf. Das überrascht mich nicht. Ottilias verstorbener Ehemann, Rannik, geriet bei seinem letzten Besuch in Tassing in einen Streit mit Lorenz. Oh nein, wie traurig sie guckt. Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber seit Rannigs Tod im letzten Jahr ist Ottilia nicht mehr dieselbe. Wähle ein Lebensmittelobjekt zum Essen aus. Ich finde gut, dass das so rundenbasiert ist. Man kann abwechselnd reden und essen. Also was auch immer wir jetzt essen, wir müssen danach wieder 17 Sätze reden. Also wir sollten gestärkt ins weitere Gespräch gehen. Essen wir die Wurst. Komplett direkt. Wow. Sie war eine alte Meckerziege, schon bevor sie alt war. Können wir eigentlich auch was trinken? Klaus, es reicht. Sie musste ihn ihrem Leben schon genug... Ich glaube, da ist ein Schreibfehler. Sie musste in ihrem Leben schon genug Hiobsbotschaften ertragen. Und jetzt lebt sie allein am Waldrand. Es heißt, sie werde ihren Besitz bald abgeben müssen. Die besitzt doch nur diese kleinen Babyeulen, oder? Was hat die noch? Ein Zelt und Babyeulen. Wir waren doch schon mal da. Ich habe Mitleid mit ihr, aber sie ist... Oh, jetzt sagt er bestimmt eine Hexe. Ein verbittertes Weib? Sorry, ihr seht wieder nichts. Es sollte vor dem Gesetz eine Ausnahme geben, damit sie erben kann. Wer hat denn dann geerbt? Also, warum durfte sie nicht erben, als ihr Mann gestorben ist? Kann mich da mal kurz jemand aufklären über das Erbschaftsrecht? In Tassing, damals. Das klingt gerechter. Mit den Schultern zucken. Ja, ich weiß halt gar nicht, worum es geht, aber ja, ich finde auch okay, dass die alte Witwe erbt, wenn ihr Mann stirbt. Es war nicht immer so. Ich glaube, meine Urgroßmutter erbte das Land vor langer Zeit. Ist mein Kopf wieder im Weg? Nun, wenn es von Menschen geändert wurde, können sie es wieder ändern. Wenn sie wollen. Du hast wie immer recht, meine Liebe. Genug über Ottilia. Gibt es sonst noch jemanden, der es deiner Meinung nach getan haben könnte? Ich weiß nicht, ob er eine böse Absicht hat, aber Prior Ferenc verhält sich seltsam seit dem Tag, als Lorenz angekommen ist. Das ist der sich, glaube ich, am meisten aufgeregt hat, als es um Martin Luther ging, beim Abendessen am gestrigen Tage. Vielleicht ein Streit unter Gelehrten? Ich weiß, dass beide viel lesen, sowohl die Klassiker als auch neuere Werke. Was damals neuere Werke waren. Was Modernes. Bei seinem letzten Besuch hat der Baron ein Buch über Astronomie bei mir gekauft. Ich weiß, dass der Prior ähnliche Interessen hat. Wieso verkauft er Bücher über Astronomie? No one knows. Aber dann könnten die eigentlich eher Freunde sein, wenn die ähnliche Interessen haben. Aber würde der Prior jemanden wegen einer einfachen Meinungsverschiedenheit töten?
Das ist nicht völlig abwegig. Als ich die Universität besucht habe, schlugen sich einige Männer wegen wissenschaftlicher Kleinigkeiten. Na gut, dann würden die sich natürlich auch gegenseitig umbringen. Was für manche eine Meinung ist, ist für andere Testament des Glaubens, für das es zu töten gilt. Redet gerade über Religion, ne? Hm. Das mag sein. Aber eine solche Wut habe ich in Prior Ferring noch nie gesehen. Nicht einmal, als Gernot an seine Stadt zum Abt ernannt wurde. Aber könnte Prior Ferring, also er wollte anscheinend eigentlich Abt werden und Gernot ist geworden. Könnte er nicht versuchen, Gernot sein Amt irgendwie kaputt zu machen durch diese Mordgeschichte? Motiv, sagt Angerit, genau. Danach wirkte er verbittert, aber nie gewalttätig. Das scheint kein Teil seines Wesens zu sein. Ja, nur weil man das nie gesehen hat. Also, Linhard, die Witwe und der Prior der Abtei. Sonst noch jemand? Etwas war seltsam, als wir uns der Abtei zusammen näherten. Mutter Cecilia war mit einigen der Schwestern draußen. Die sollen doch nicht raus, die Schwestern. Mutter Cecilia schaute düster drein und brachte die Nonnen rein, ohne etwas zu sagen. Das klingt so wie so eine Kuhherde scheuchen. Ich bring doch schnell die Nonnen rein. Das klingt, als hätten sie zumindest eine gemeinsame Vergangenheit. Rotvogel und Mutter Cecilia, ja. Als sie noch jung und knackig war. Der Rotvogel ist ja allen Schürzen hinterhergejagt, habe ich gehört. Oder wurde uns schon irgendwie mitgeteilt? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Doch, das ist ein... Ihr wisst schon. Jetzt dürfen wir weiter essen. Nochmal Spätzle oder Brot? Ich möchte mir die Spätzle oder Eiernudeln, wie sie heißen, zum Schluss aufbewahren. Ich esse jetzt das gute Bauernbrot. Es sieht aber auch sehr lecker. Ah, wir können halb-halb machen, okay. Ich kenne Mutter Cecilia nicht persönlich, aber ich habe noch nie gehört, wie jemand ein böses Wort über sie gesagt hat. Vielleicht, weil alle Angst vor ihr haben. Wenn sie den Baron erzürnt hat, dann hat sie sicher ihre Gründe dafür gehabt. Also, Andreas, das klingt, als gäbe es viel zu klären. Gut, dass alle einfach jetzt erwarten, dass wir das hier aufklären. Danke, dass ihr mit mir sprecht. Ich habe mich überwältigt gefühlt. Danke für eure Sorge. Sie hat mir geholfen zu verstehen, wie ich Piero helfen kann. Erstmal das. Ich weiß nicht, ob wir Piero helfen können. Nur die Kirche im Dorf lassen, ne? Ihr seid hier stets und zu jeder Zeit willkommen, Andreas. Ja! Was? Alberto hatte ja gar nichts von unserem Besuch. Warum freut er sich denn so? Vielleicht kriegt er sonst viel Ärger beim Essen, weil er irgendwie... Ach, guck mal, die haben alle schon aufgegessen. Oh, peinlich. Oh nein, peinlich. Ja, Berthold kann einfach mehr Scheiße bauen beim Essen, glaube ich, wenn die Eltern mit uns reden. Kann er heimlich irgendwie Eiernudeln unter den Tisch kleben und so. Und die Hühner füttern. Der Bursche wird sich besonders freuen. Der kleine Bursche. Wir haben nicht aufgegessen! Hey! Hey! War das ein Höflichkeitsding? Hat man da nicht aufgegessen? Und wir haben noch eine halbe Schüssel Eiernudeln und ein Brot, ein halbes. Gott mit euch, Andreas. Ich übersetze. Geht jetzt bitte und lasst uns in Ruhe. Danke und Gott mit euch. Danke, sei artig, bis ich wieder da bin, Berthold. Soll nicht artig sein. Sei ein kleiner Rebell, Berthold. Mir doch egal. Oh Mann. Das mit dem Essen nervt mich. Von wegen das Beste für den Schluss aufbewahren. Ja, echt. Ich habe mich verzockt. Ich habe mehrere Spuren, denen ich folgen muss. Aber wo soll ich anfangen? Wo wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir gehen einer dieser Spuren heute noch nach. Da muss ich leider ins Bette. Ich könnte mit Linhard Steinauer sprechen. Er arbeitet wahrscheinlich vor seinem Haus. Die Witwe Kemperin wohnt südlich von hier in der Nähe von Franz Bauer. I know. Ich weiß doch, wo die alle wohnen. Prior Ferring ist normalerweise im Skriptorium, aber ich kann erst morgen mit ihm sprechen. Dennoch hindert mich nichts daran, mit Mutter Cecilia im Konvent zu sprechen. Aber wenn ich nicht an Bruder Florians Untersuchung der Leiche in der Abtei teilnehme, muss er sie ohne mich durchführen. Ist sie jetzt sofort? Mmh.
Ich will natürlich die Leiche untersuchen. Michlaus reist ab. Es ist Schonone, sagt was mit Netzen. Ja, dann lass uns die Leiche untersuchen. Ich will Leiche untersuchen. Ist ganz wichtig. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Das sind jetzt alles neue Handlungsstränge, die wir bekommen haben, oder? Hier oben. Ferengs Chiffre lösen. Zur Leiche. Hoffentlich dreht sich uns nicht der Magen um. Wir haben so viel Wurst-Intos jetzt. Nicht genug Eiernudeln allerdings und nicht genug Brot. Und getrunken haben wir auch nichts. Achso, wo wohnt denn, der Florian? Hat er uns gesagt, wo wir ihn treffen sollen? Mit Sicherheit hat er das gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. Im Schlachthaus wahrscheinlich, oder? Nee, wo seziert man denn so eine Leiche? Habt ihr eine Idee? Steht hier, wo Florian arbeitet? Bruder Florian, vormals Söldner in Polen, ist der Arzt der Abtei. Trotz seines gewalttätigen Hintergrunds ist er für seine Freundlichkeit und sein ruhiges Auftreten bekannt. Ja. Aber wo knüpft er denn die Leichen auf? Schiete. Erinnert ihr euch noch? Jetzt habe ich Angst, dass ich in den falschen Ort gehe und dann nicht dabei bin. Ja, hier hat er einst gewohnt, ne? Der Herr Rotvogel. Jetzt ist nicht mal mehr sein Hund da, ja, so ein lieben Hund. Da liegt was. Was ist das? Ein Brief an den Baron von Prior Ferenc. Oh, sorry, mein Kopf. Baron Rotvogel, trotz eurer wiederholten Aufforderungen, unterschwelligen Drohungen, den Inquisitoren in Innsbruck meine Lesegewohnheiten zu offenbaren, werde ich bei eurem Besuch in Kiersau keine Rituale für euch durchführen. Bitte beendet dieses törichte Streben sofort, zum Wohle unserer beiden Seelen. Oh, noch ein Motiv. Also er hat ja den Ferenc erpresst, weil er wusste, dass der Ferenc, irgendwas war da doch, irgendwas gelesen hat, was er nicht lesen darf oder so. Spannend, noch ein Motiv. Ich weiß leider trotzdem nicht, wo die Leiche liegt. Mein Gott, Lorenz hat Ferenc erpresst, damit er eine Art okkultes Ritual durchführt. Okay, Lorenz war im Banne des Teufels. Das war meine Lieblingsfoto-Love-Story in der Bravo, circa 95. Ne, ein bisschen später, oder? Es ist eine Sache, Bücher über Magie zu lesen, doch nur wenige sind töricht genug, auch zu praktizieren, was in ihnen geschrieben steht. Kein Wunder, dass Ferenc von Lorenz Ankunft so beunruhigt war. Der Baron hätte ihn wegen Hexerei hinrichten können, lassen können. Ja, warum sollte der Baron das machen? Der wollte ja, dass der... Moment. Also wer... Moment. Wer liest jetzt heimlich Bücher über Hexerei? Oder wer interessiert sich dafür? Ich bin gerade zu blöd. Also sind mit Lesegewohnheiten Hexereibücher gemeint? Oder wollte... der Baron, dass Ferenc für ihn schwarze Magie durchführt. Habt ihr das besser verstanden als ich? Euch hat's geplättet. Dann klicke ich das jetzt einfach. Wozu haben wir denn solche Fähigkeiten? Okay, Jesse. Ah! Hi, JCM dort. Cool, dass du da bist. Das freut mich sehr. Ich stehe auf dem Schlauch. Zu viel Text, zu viel müde. Einige der Substanzen in diesen Ritualen sind gefährlich, sogar tödlich. Und Gott bewahre, dass die Inquisition davon erfährt. Okay, also es geht schon darum, dass, glaube ich, Bruder Ferenc heimlich
so eine Art Voldemort ist. Und Rotvogel ihn erpresst hat, weil er das wusste. Guck mal auf die Karte. Infirmarium oder sowas ist bestimmt, wo die Obduktion ist. Sagt ein Gerrit. Danke für den Tipp. Da gucken wir jetzt mal. Wir wollen gerade helfen, die Leiche von Baron Lorenz von Rotvogel zu sezieren. Beziehungsweise wollen nicht helfen. Wir wollen die heimlich sezieren. Und wissen leider nicht, wo. Weil wir nicht zugehört haben. Was sagst du? Infirmarium. Tiergehege, Schlachthaus, Haus des Priors, Bibliothek, Sakristei, Turm, Krypta, Kirche, Dormitorium, Strafgebiet. Spital! Wo hast du Spital gesehen, Angerit? Da. Das ist ja gar nicht weit. Einmal die Treppe hoch, hinterm Eingang links. Das kriegen wir hin, oder? Wo geht's raus? Da. Treppe hoch. Komm. Ich will immer doppelt. Ah, das geht sogar! Nee, das Doppelklicken. Ich wollte sagen, ich will immer doppelklicken, wie bei Monkey Island. Und es geht tatsächlich. Rein! Rein mit dir! Nein, du musst. Er muss den Weg lang. Auf über die Wiese laufen war noch nicht erfunden. Vielleicht nehmen wir den anderen Eingang, man kommt ja hier irgendwie nicht rein. Moment, gibt es. Sind beide Eingänge hier verzeichnet? Ah, okay. Ja, der untere ist eigentlich besser. Nehmen wir den unteren. Den hier. Rein mit dir! Komm schon, Andreas. Lass dich nicht lumpen. Soll es gerade gewittern? Was kommen wir denn hier nicht rein? Ach nee, wir sollen Stein ans Fenster werfen. Sorry. Wie romantisch. Und da kommt auch schon unser Freund mit den Keulenarmen. Andreas, hier entlang. Ja, ich komme. Ach, aufregend. Jetzt hätten wir eine Bande. Da seid ihr ja. Ich bin froh, dass der Sturm euch nicht aufgehalten hat. Es gab Sturm? Habe ich einen Schirm gemerkt. Meine Frisur sitzt. Okay, ja, Sturm. Wo tue ich denn meinen Kopf hin, dass er nicht stört? Ich mach mal hier oben. Ja, bin ja auch froh. Auch wenn ich Anweisungen gab, nicht gestört zu werden, wir müssen nun schnell sein. Ein Leichnam von Namen zu sehen, kann für manche beunruhigend sein. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Und ich trinke nochmal einen Schluck. Drei Wetter tough. Ganz recht, JCM dort. Gibt's das eigentlich noch? Drei Wetter. Hieß das Drei Wetter tough oder tuft? Tough ist doch diese Sendung auf Pro7, die es, glaube ich, immer noch gibt. Anyway, keine Zeit verlieren. Nun, ich bin nicht sicher, aber ich möchte Piero helfen. Ich habe an der Universität eine Zeit lang Medizin studiert. Wir haben dort Leichen gesehen. Ich komme zurecht. Das ist in Ordnung. Ich habe mich bereits genug übergeben, sodass es mir jetzt nicht mehr viel ausmacht. Das ist unser Hedonismus-Gen, oder? Ja, aber das ist ja eine andere Art von übergeben. Und es macht ja vielleicht... Vielleicht macht es ja Frederik was aus, wenn wir bei ihm ins Spital kotzen. Aber gut. Nee, wir müssen uns nicht übergeben, oder? Taft, dachte ich, ja. Ja, wissen wir alle nicht. Drei Wetter Taft. Nachher mal googeln, ob es da... Ich habe so lange keine Werbung mehr gesehen. Ob es da noch aktuelle Werbespots zu gibt. Oder so ein Compilation Drei Wetter Taft. Werbespots durch drei Jahrzehnte oder so. Ein Leichnam zu sehen ist etwas anderes, als ihn direkt zu untersuchen. Nun dann, du solltest dir vermutlich Notizen machen. Sie könnten später nützlich sein. So habt ihr gehört, ne? Schreibt da mal schön mit. Ah, natürlich. Können wir schreiben? Ich tue mal meinen Kopf hier oben vielleicht hin. Krass, der sah aber eben zerfetzt aus. Ist ja noch ziemlich intakt, oder? Ich beginne mit der Inspektion der Vorderseite mit dem Gesicht und dem Kopf. Sagt er, während er am linken Arm rumbrezelt. Okay. Damals hatte man noch eine andere Vorstellung von Anatomie. Keine sichtbaren Wunden, keine Verunstaltungen, Zähne in gutem Zustand, nichts Besonderes. Er war ein reicher Mann, der konnte zum Zahnarzt gehen. Nacken, Schultern und Brust sind normal. Ich muss etwas Blut abwischen, um den Torso zu untersuchen. Ja, da ist sie. Eine Einstichwunde zwischen der 6. und 7. Rippe. Puh, Gewitter. Wann benutzt er die Säge? Er zeichnet das. Allerdings, wir sind ja auch Künstler. Allerdings ist sie recht flach. Etwa 1 Zoll tief. Wie viel ist ein Zoll? Nach meiner Vermutung. Und vermutlich von seiner Hand. Ah, vielleicht hat er ein Ritual durchgeführt. Dann wurde seine Seele
Vom Teufel besessen, du hast dich selbst umgebracht. Und es gibt gar keinen Täter. Außer Lucifer. Erotisch, diese Aktzeichnung. Moment, er hat sich das selbst zugefügt? Woher wisst ihr das? Aber das scheint nicht tief genug, um ihn getötet zu haben. Ein Nürnberger Zoll oder ein Innsbrucker Zoll? Mir doch wurscht. Ach, sorry, ihr seht, wieder nichts. Was, habe ich das aus Versehen geklickt? Och Mann, das passiert mir immer. Ich wollte die Kamera umstellen. Ach scheiße, ich wollte unbedingt fragen, ja, die oberen beiden Sachen auf jeden Fall und nicht das mit dem Zoll. Ein Nürnberger Zoll ist länger. Keine Zeit jetzt hier für Scherzfragen. Ich schreibe Nürnberger Zoll auf. So, jetzt... Ja. Nürnberg, freie Reichsstadt der Heiligen Römischen Reichs, wichtiges Handelszentrum und Stadt der Künste, einschließlich des Drucks. Wissen wir alle. Okay. Oh, Gott sei Dank. Wir können die anderen beiden Sachen noch fragen. Ich frage erstmal, woher er das weiß. Das würde mich mal interessieren. Aus dem Winkel und der Tiefe des Schlags. Es sieht so aus, als hätte er es in der rechten Hand gehalten, als er auf die Seite fiel. Er ist in sein Messer reingefallen. Unangenehm. Ihr solltet wissen, dass ich nicht immer ein Mönch war. 10 Jahre lang war ich ein Söldner in Polen. Ja, das haben wir schon in deiner Akte gelesen. In deiner Stasi-Akte, die wir hier oben haben. Durch meine Zeit auf dem Schlachtfeld bin ich mit Wunden gut vertraut. Das ist schön formuliert. Ich bin kein echter Chirurg, aber das Beste den Kiersau, der Beste den Kiersau hat. Wenn die Wunde so flach ist, kann sie nicht wirklich tödlich gewesen sein. Es ist vermutlich nur eine zufällige Wunde, die ihm beim Sturz auf sein eigenes Messer zugefügt wurde. So, da kommen wir der Sache ja schon näher. Also die Wunde ist eigentlich wurscht. Hat aber einen schönen Effekt gehabt, weil der dann halt sehr, das Ganze sehr blutig aussah. Er muss eine weitere Wunde haben, die für die Blutlache verantwortlich ist, in der wir ihn gefunden haben. Ach so, okay, ich dachte, er sei vielleicht ohne zu bluten gestorben. Dann bedeutet das doch, dass Bruder Piero unschuldig ist. Wer hat ihn eurer Meinung nach getötet? Er ist ein bisschen zu weit vorgesprungen schon mit der Frage. Ja, ob der unschuldig ist? Also, ich glaube auch, dass er unschuldig ist, aber das beweist das das? Zumindest ist er nicht an einem Messer gestorben. Oder, ja. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Bruder Piero den Baron erstochen hat. Erklärt aber nicht, was den Mann tatsächlich getötet hat. Ja, mach weiter. Ich habe Angst, dass wir gleich unterbrochen werden. Bruder Piero hätte dieses Messer nie aufheben dürfen. Ich bin sicher, es kam ihm nicht in den Sinn, dass er damit schuldig aussehen würde. Oder er wollte schuldig aussehen. Nun denn, machen wir weiter. Vielleicht hat der Ferenc ihm gesagt, er soll es aufheben. Nun, da befindet sich ein Geschwür an seinem Geschlecht. Das will man ja aber auch nicht, ne? Dass Leute das dann so untersuchen, nachdem man aus Versehen in sein Messer gefallen ist. Vermutlich von der Franzosenkrankheit. Was ist das wieder für eine rassistische Bezeichnung für eine Krankheit? Was ist die Franzosenkrankheit? Kann man das jemand sagen? Ich bezweifle, dass es etwas mit seiner Ermordung zu tun hat. Schon rassistisch ist es wahrscheinlich nicht, aber wie auch immer. Politisch nicht korrekt. Syphilis, sagt Angerit. Ah, genau, weil diese Franzosen ja viel bumsen, ne? Sagt Dr. Google. Also, er hat Syphilis. Aber er ist auch ein Stecher gewesen, das haben wir schon gehört. Damit bin ich nicht vertraut. Die Krankheit, die französische Soldaten sich in den Bordellen von Neapel zuzogen? Ah, unsympathisch, wie wir so unser Wissen raushängen lassen. Er weiß das ja wahrscheinlich eh. Aber vielleicht sollten wir ihm das trotzdem nochmal mansplainen. Ja, woher wisst ihr davon? Ich war dabei. Nun, cool. Cool, Andreas. Wir sprachen in der Universität darüber. Machen wir lieber das. Das ist aber auch geil. Vielleicht findet... Ich weiß aber nicht, ob wir damit Florian beeindrucken können. Ja, also wir sind ein Betroffener. Ja, wir sind ja kein Kind von Traurigkeit. Wir sind ja Hedonist. Aber wir waren noch nicht... Waren wir schon in Neapel? Nee. Wir waren, glaube ich, nicht in Italien. Da hatten wir uns gegen entschieden. Ich mach das hier. Ah ja. Sie hat sich rasch verbreitet, sogar nördlich der Alpen.
Die Behandlung ist schrecklich, da sie mit hohen Quecksilbermengen verbunden ist. Oh. Auf jeden Fall scheint der Baron nicht der treueste Ehemann gewesen zu sein. Nicht ungewöhnlich für den Adel, ja. Wer es sich leisten kann, ne? Ich hätte erwartet, dass ein Mönch darüber entsetzter wäre. Ach. Ich sag mal nichts. Ich guck betroffen, weil, ich bin Hedonisten. Mach's genauso. Ich bin ja noch nicht mal verheiratet bisher. Ich mache unten weiter. Ja, mach mal unten weiter. Am Fuß, oder was? Abgesehen von einigen Blasen an seinen Füßen, die vermutlich von neuen Schuhen stammen. Boah, der reiche Kerl hatte neue Schuhe. Ist mit seinen Beinen alles in Ordnung. So wie mit deinen Armen, Florian. Andreas, könnt ihr mir helfen, ihn umzudrehen? Ich will ihn nicht anfassen. Bestätigendes Murmeln. Das kann man da gut machen. Natürlich. Wichtig, dass sie da nochmal diese zwei Optionen hatten, wie ich reagiere. Warum hat er denn so umgekurbelt? Habt ihr das gesehen? Als hättet ihr so einen Schraubendreher oder Korkenzieher im Kopf. So, jetzt wird er weiter genestelt. Seine Wirbelsäule weist eine leichte Unregelmäßigkeit auf. Vielleicht von einer alten Verletzung. Ja, oder von Geburt an, oder? Ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Oh, der guckt so unglücklich. Hatte noch so viel vor in seinem kleinen Bonzenleben. Ich glaube aber nicht, dass es etwas damit zu tun hat, wie er gestorben ist. Wie konnte das geschehen? Ich habe genug Zeit mit Adligen verbracht, um zu vermuten, dass er wahrscheinlich bei der Jagd vom Pferd gefallen ist. Wieso haben wir Zeit mit Adligen verbracht? Hallo Buffelbeiß! Ja, wir sezieren gerade die Leiche vom Baron Rotvogel. Kommst genau richtig. Er hatte Syphilis, die Franzosenkrankheit, wie sie hier genannt wird. Und ist nicht erstochen worden. Wir versuchen unseren Freund Bruder Piero, der zurzeit der Hauptverdächtige ist und im Keller gesperrt wurde, seine Unschuld zu beweisen, versuchen wir so. Moment, warum ist eigentlich da oben so ein Stück Sprechblase weg? Seht ihr das auch? What? Was ist das denn für ein Grafikfehler? Hm. Das finde ich ja nicht so gut. Also das ist tatsächlich jetzt nicht durch OBS abgeschnitten, sondern es ist bei mir auf dem Hauptbild auch. Hm. Okay. Also. Es ging um seine schiefe Wirbelsäule, aber die finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Ich scheiße mal nicht klug, sondern frage den Florian. Ich weiß es nicht. Na toll, hätte mal klug geschissen. Was auch immer der Grund war, es hat nichts mit seinem Tod, nicht zu seinem Tod geführt. Hat er uns auch schon gesagt, also warum fragen wir blöd weiter nach? Ist jetzt auch nicht jedes Körpermerkmal aufschreiben. Hier, eine ziemlich dramatische Kopfwunde. Oh. Das war bestimmt eine Eule im Treppenhaus. Durch das dunkle Haar und das Blut ist es schwer zu erkennen, aber sie ist ziemlich schlimm. Aber was hat er für schöne Haare? Der schöne Lorenz. Ich habe noch nie jemanden mit einer derart schweren Kopfwunde davonkommen sehen. Die auch diesmal nicht. Wie viele Kopfwunden habt ihr gesehen? Das tut nichts zur Sache. Was für komische Fragen. Ach, wir versuchen zu bonden, ne? Wir suchen wahrscheinlich noch einen Freund. Ich kann's ihm nicht verübeln. Aber dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, Andreas. Ich vermute, dass die Wucht des Aufpralls recht groß sein musste, um den Schädel aufzubrechen. Der hat einen Schädel kaputt? Ich dachte, es wäre nur eine Kopfwunde. Ich mach mal hier mein Pseudomediziner-Wissen, gebe ich mal zum Besten. Sehr richtig. Wie ich sehe, wurde eure medizinische Ausbildung nicht vernachlässigt. Ich verfüge nicht über die Vorteile eines Universitätsstudiums, doch die Schlachtfelder Polens und Litauens vermittelten mir auch eine Art Bildung. Wie die ganze Zeit so Schwanzvergleich machen hier, unangenehm. Das ist überhaupt nichts zur Sache. Lieber werde ich von jemandem mit Erfahrung behandelt, als von einem Anfänger mit Universitätsausbildung. So. Warum habt ihr nicht Medizin an einer Universität studiert? Das fragen wir mal nicht, ne? Komische privilegierte Fragerei hier. Ich wünschte, ich hätte meinen Abschluss gemacht, dann könnte ich euch jetzt mehr helfen. Ich mach das. Ich schätze eure Zuversicht. Haha, Staircase-Reference, sagt Angerit. Gut erkannt.
Jedes Jahrhundert hat seinen Sündenbock. Ja, richtig, Buffelbeiß. Damals waren es die Franzosen. Die Wunde scheint durch einen einzigen kräftigen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht worden zu sein, der vermutlich nicht größer als 4 oder 5 Zoll war. Aber jetzt, was mich jetzt interessieren würde, Innsbrucker Zoll oder Nürnberger Zoll? Woher wisst ihr das? Ihr habt doch gar nicht studiert. Der Schädel ist an einer einzigen Stelle gebrochen und die Haut dort ist deutlich eingedrückt. Spürt man den Schmerz dann noch oder ist man direkt tot? Frage ich mich gerade. Wie fühlt sich das wohl an, wenn einem so den Schädel spaltet? Es erfordert außerordentliche Präzision, dieselbe Stelle erneut zu treffen. Es sei denn, der Baron war bereits tot. Und hat nicht mehr rumgezappelt oder wie. Selbst dann würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, die gleiche Stelle nochmal zu treffen. Ich meine, habt ihr schon mal versucht, Holz zu hacken? Aber das war ja ein stumpfer Gegenstand. Aber generell die gleiche Stelle zweimal treffen. Mit Ausholen und so. Ich würde das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ich wollte nur sagen, ich war es nicht. Sehr wahrscheinlich starb er nicht sofort. Oh nein. Lorenz. Er hat noch gelitten. Wie lang kann er überlebt haben? Ich habe ähnliche Wunden im Kampf gesehen. Ja. Die Opfer überleben nicht länger als ein paar Minuten, aber es ist ein qualvoller Tod. Dennoch kann er sich nicht weit von der Stelle entfernt haben, an der er den Schlag erhielt. Ich erhielt einen Schlag. Er wurde also vielleicht nicht im Kapitelsaal angegriffen? Ja, wird doch irgendwie eine Blutspur sein. Es war ja Blut an der Wand im Kapitelsaal. Das haben wir schon gesehen eben. Er wurde entweder im Kapitelsaal attackiert oder irgendwo in der näheren Umgebung. Definiere nähere Umgebung in Nürnberger Zoll, bitte. Im Radius in Nürnberger Zoll, damit wir wissen, wo wir suchen müssen. Könnte er außerhalb der Abtei angegriffen worden sein? Oder der Kreuzgang? Oder was ist mit dem großen Garten? Oder kommt die Kirche in Frage? Fangen wir erstmal großspurig an. Also ein bisschen gröber und sagen außerhalb der Abtei. Nein, das glaube ich nicht. Mit einer solchen Wunde wäre er vorher draußen zusammengebrochen. Und sicher hätte ihn jemand gesehen. Was auch immer der Baron getötet hat, es war ein stumpfer Gegenstand von beträchtlichem Gewicht. Vielleicht ein Jesus-Christus-Kreuz. Der Teil, der ihn getroffen hat, war wahrscheinlich etwas kleiner als eine Faust. Hätte es auch eine Faust sein können? Nee. Da hat jetzt jemand eine gebrochene Hand. Oh, er hat doch gerade gesagt, also ich finde das etwas kleiner als eine Faust hilft mir mehr, als jetzt irgendwie wieder mit welchen Zoll ankommen. Ich mach das hier. Ha, nein, nicht einmal der stärkste Soldat könnte dies mit einem Schlag erreichen, sofern der Kopf des Baron nicht zu Boden gedrückt war. Doch selbst dann würden wir auch Verletzungen an Nase und Stirn sehen. Hätte eine Frau oder ein älterer Mann es tun können? Nicht, wenn er geschleudert oder zu Boden geworfen wurde. Ja, aber dann kriegst du ja trotzdem nicht mit der Hand den Schädel so gespalten, oder? Ist eine und dieselbe Kategorie, Frauen und alte Männer. Wir wollen ja Piero aus der Schusslinie nehmen, also fragen wir das mal. Das hätte jeder tun können, mit der richtigen Waffe und ausreichend Größe. Ausreichender Größe. Ja, eigentlich wusste ich das schon. Also der kleine Berthold war es nicht. Wer auch immer das getan hat, muss den Baron überrascht haben. Bis auf die kleine Messerwunde hat er keine weiteren Verletzungen. Ich vermute, er wurde geschlagen, zog sein Messer, um sich zu verteidigen und fiel darauf, ehe Bruder Piero ihn entdeckte. Ja, aber dann muss das ja in der Abtei passiert sein, oder? Weil da ist er ja gestürzt. Im Kapitelsaal. Oder er ist verletzt in den Kapitelsaal gegangen. Geschlurft, gehumpelt, hat sich da reingeschleppt und dann wollte er sich verteidigen gegen irgendwen. Vielleicht kam sein Mörder nochmal hinter ihm her oder so. Ich denke, wir haben zwei wichtige Dinge entdeckt. Piero hat den Baron nicht erstochen und selbst wenn er es getan hätte, das hat ihn nicht getötet. Dann ist es auch kein Erstechen, oder? Es ist ein Stechen einfach nur. Der Baron wurde durch einen Schlag auf den Kopf getötet mit einem schweren, stumpfen Gegenstand. Ja, beide Sachen, oder? Ja, ganz genau. Wenn ihr herausfindet, womit er geschlagen wurde, könnt euch dies zum Mörder führen. Wir wissen auch, dass Piero den Baron nicht erstochen hat. Wir wissen das und ich vermute, auch der Abt weiß das.
Aber ihr werdet vermutlich mehr Beweise benötigen, um den Erzdiakon zu überzeugen. Oh, es gibt noch einen weiteren Gegenstand, den ich in der Jacke des Barons fand, aber nicht ohne euch öffnen wollte. Ist es ein Ü-Ei? Jetzt hat er ihn wieder zurückgekurbelt. Ach, beste Animation. Und was ist es, was ist es, was ist es? Eine Art Nachricht. Eine Art Nachricht, okay. Ich denke, ihr werdet sie sorgfältig öffnen. Also sorgfältiger öffnen, als ich es könnte. Das Mädchen. Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine. Kapitelhaus. Was? Jetzt sind da deine Fingerabdrücke drauf, sagt Gerrit. Das stimmt. Stimmt, vielleicht wollte er uns framen. Mach du mal den Zettel hier auf. Was steht dort? Kann Florian nicht lesen? Das Mädchen. Das Mädchen, das starb und die Unschuldige mit ihr. Matutine. Kapitelhaus. Was ist Matutine? Klösterliche Stunde, die 2 Uhr nachts entspricht, wird zum Nachtgebet verwendet. Wer ist denn gestorben? Welches Mädchen? Wahrscheinlich hat er irgendeine geschwängert. Die ist dann zu einer Engelmacherin gegangen und gestorben und er ist schuld und sie wurde gerecht. Sie wurde gerecht. Fingerabdrücke sind auch noch nicht erfunden, sagt was mit Netzen. Guter Einwand. Klingt wie ein französisches Wort. Aha. Matutine. Aber was es jetzt heißt, also wortwörtlich, steht da nicht, ne? Nur 2 Uhr nachts im Kloster. Okay. Das Mädchen? Welches Mädchen? Und welche Unschuldige? Gut, der stellt uns Fragen, die wir nicht beantworten können. So wie ich, wenn ich mit ihm einen Film gucke und am Anfang schon frage, wer er ist. Eine der Nonnen, jemand aus dem Dorf. Ich weiß nicht mehr als ihr. Ja. Leider habe ich nicht viel Vertrauen in mein Wissen. Och, Florian. Sag doch sowas nicht. Könnt ihr sagen, wer das geschrieben hat? Das sieht für mich sehr gedruckt aus, oder? So kann doch keiner mit der Hand schreiben. Oder? Keine Ahnung. Vielleicht so Mönche, die den ganzen Tag die Bibel abschreiben. Vielleicht schreiben die ja so. Das Nachtgebet, sagt Google, sagt an Gerrit. Definitiv jemand mit einer Menge Erfahrung als Schriftgelehrter, aber es könnte nicht Adok oder Guy sein. Könne nicht Adok oder Guy sein. Warum nicht? Adok war nochmal wer? Ach, der andere Alte. Es gibt zwei sehr alte Mönche im Skriptorium, die mit uns dort arbeiten. Das sind Piero, der Typ, der verdächtigt wurde, und Adok. Und Guy ist der Schleimer, der immer gegen seine Kollegen sich stellt, um sich beim Abt einzuschleimen. Vielleicht jemand aus der Schweiz, vielleicht aus Deutschland oder Österreich. Das ist eine hochentwickelte gotische Schrift. Okay, was ist das jetzt für eine Fähigkeit? Schriftsetzer oder so sind wir auch noch. Warum können es denn Adok und Guy nicht sein? Weil der eine zu zittrig ist und der andere zu unerfahren oder was? Das will ich jetzt wissen. Ja, ich meine, aus Deutschland kommen doch eh alle hier in der Geschichte, oder? Von daher wurscht. In Freiburg studiert haben. Also, weil wir in Freiburg studiert haben, können wir diesen Quatsch sagen. Ah, okay. Wer auch immer das geschrieben hat, besitzt mehr Talent als die beiden. Voll der Diss. Falls der Franzose ist, spricht man es G aus. Ah! Die haben beide keine deutschen oder österreichischen Namen. Guy. Ah, okay. Der ist Franzose? Oh, gut, dass ich das noch nicht wusste. Sonst hätte ich den ganzen französischen Akzent gemacht. Ganz schwierig. Guy und Adok. Wie auch immer das ausgesprochen wird. Ist direkt ein Verdächtiger, sagt mir Gerrit. Stimmt. Genau, wegen der Franzosenkrankheit. Oh, ist das schlecht. Das ist nicht gut. So, was wirklich? Wenn nicht sie, wer dann? Ja, wer kann denn noch gut schreiben? Ich glaube ja eh, dass es einer von den oberen Dudes ist. Also hier der Ferenc. Ich sag Ferenc. Ferenc einfach. 100 pro. Das will ich herausfinden. Seid dabei. Nächste Woche. Nee, wir machen jetzt wirklich gleich Schluss, leider. Weil
ne? Es tut mir leid. Das will ich herausfinden mit den Schultern zucken. Das will ich herausfinden. Ich wünsche euch bei der Suche nach der Antwort viel Glück. Ich will euch nicht drängen, aber ich muss euch nun bitten zu gehen. Was machen Sie denn noch mit der Leiche dann, wenn ich gehe? Gut. Jede weitere Minute hier ist ein zusätzliches Reh. Oh nein, es kommt irgendwer rein. Es kommt irgendwer rein. Erwartet ihr jemanden? Ich sag nichts. Ich höre aber auch nichts. Hört ihr irgendwie Schritte oder ging die Tür auf oder so? Der Werner! Das muss kesseln! Was hat er denn? Bruder Florian! Könntet ihr öffnen? Hier ist Werner Stolz, der Arzt aus Tossing! Nach der macht jetzt die offizielle Autopsie. Wie wir wieder gucken. Es gibt ja mehrere Türen. Können wir nicht einmal zu einer anderen Tür abhauen? Aus einer anderen Tür abhauen? Nun, ich bin gerade beschäftigt mit der Leiche. Könntet ihr nach dem Essen wiederkommen? Ich fürchte, es kann nicht warten. Vater Gernot bat mich, den Leichnam des Barons zu untersuchen. In Ordnung, gebt mir einen Moment. Andreas, ihr müsst euch verstecken. Als hätten wir eine Affäre. Florian und ich, aber ich, wo soll ich mich strecken? Verstecken? Natürlich, warum? Vor Werner? Es ist mir egal, ob er weiß, dass ich hier bin. Ab und das Bett, ja. Oder ein Kleiderschrank. Ja, natürlich. Machen wir. Wollen ja nicht den armen Florian in Schwierigkeiten bringen. Wow. Ach, das ist ein Schrank. Ich dachte, das wäre auch eine Tür. Ja, was ist, wenn er jetzt weiterläuft als bis hier? Schnittig. Der benutzt drei Wettertaft, oder? Der Werner. Oh, Dr. Stolz. Der Name ist Programm. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Der hat auch nie Verstecken gespielt, der Andreas, oder? Das ist ja so schlecht. Super Versteck, sagt Buffelbeiß ja voll. Unsichtbar quasi. Richtiger Gerrit. Nun, wie kann ich helfen? Der Abt möchte, dass ich den Leichnam des Barons untersuche, bevor seine Frau eintrifft. Das erscheint mir unnötig, da ich bereits meine eigene Untersuchung abgeschlossen habe. Nun, dann macht es doch nichts aus, wenn ich einen Blick darauf werfe. Werde. Da waren sie ein bisschen zu schnell und ein bisschen zu ungenau, ne, beim Übersetzen. Das ist schon der zweite Tippfehler heute. Und mein Kopf ist im Weg. So, wo passt der denn jetzt gut hin? Hier vielleicht. Dr. Stolz, bei allem Respekt, ich bin fertig. Die Todesursache ist eindeutig. Wärt ihr eine Stunde eher eingetroffen, hättet ihr mir gerne assistieren können. Das hört er bestimmt nicht gerne. Assistieren? Ich bin der Arzt und habe eine Universitätsausbildung genossen. Ich kann sehr wohl alleine einen Leichnam untersuchen, ohne die Hilfe eines Schlachtfeld-Quacksalbers. Hey, wie gemein. Vortreten, um Werner zu konfrontieren. Nee, nee, nee. Dann kriegt er Ärger, dass er uns hat mit obduzieren lassen. Versteckt bleiben. Was auch immer ihr von meinen Fähigkeiten haltet, die Untersuchung ist abgeschlossen. Wenn ihr darauf besteht, den Leichnam dennoch zu untersuchen, dann muss ich darauf bestehen, dass der Abt mir dies selbst sagt. Wie bitte? Es wäre reine Zeitverschwendung, den Abt hierher zu bringen. Entschuldigung, kurzer Aussetzer. Ebenso wie eine Untersuchung dieses Leichnams, nachdem eine vorangegangene bereits abgeschlossen wurde. Warum sträubt er sich so dagegen? Hat er Angst, dass der Arzt irgendwie irgendwas an der Leiche rumbastelt, rumdoktort, um nachher dann doch Piero zu beschuldigen? Wahrscheinlich, ne? Schwachsinn. Ich werde sofort mit Vater Gernot zurückkehren. So. Ach so, damit er uns nicht sieht. Ah ja, okay. Das macht Sinn, Angerit. Da habe ich nicht dran gedacht. Wir waren so unsichtbar. Ich habe uns völlig vergessen. Das war knapp. Nun verschwindet schnell durch den Kreuzgang, ehe sie zurückkehren. Natürlich, danke, Bruder Florian. Verschwindibus. Aber gerne, wir sehen uns morgen. Ja, verabschiedet euch ja noch 10 Minuten lang. Nein, du legst auf. So, wie geht's schnell zum Kreuzgang? Hier irgendwie. Bis dann. Mhm. Ja, bis dann. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich kann ihn nicht mehr steuern. Ich kann ihn... Nein. Es gibt schon wieder was zu essen. Ich sollte jemanden finden, bei dem ich essen kann. Voll der Schnorrer, ey.
Ja, also jetzt haben wir uns ja schon bei Familie Drucker durchfüttern lassen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zu einem der anderen Verdächtigen und können da vielleicht essen. Vielleicht beim Schmied. Der scheint ja irgendwie ein netter, ehrlicher Typ zu sein, laut Familie Drucker. Wo laden wir uns denn dieses Mal ein? Genau, was mit Netzen. Ich muss leider Schluss machen. Es tut mir leid. Ich bin platt, wie ich eben am Anfang schon gesagt habe, und habe so ein bisschen Angst, weil ich doch noch nicht so ganz gesund bin, dass das jetzt nach hinten losgeht, wenn ich mich nicht schnell ins Bett lege. Aber ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Es hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt sehr gespannt und darauf, wie wir den Fall aufklären, ob wir den Fall aufklären. Ich will wissen, was passiert ist. Wir müssen nicht nur Pieros Unschuld beweisen, sondern auch rauskriegen, wer den unseren geliebten, unschuldigen Baron Lorenz von Rotvogel umgebracht hat. Dankeschön, Buffelbeiß, für die gute Besserung. Gerne, Bommelin, für den Stream. Genau. Ich melde mich auf jeden Fall entweder Montag oder Mittwoch. Ich denke nochmal drüber nach. Aber ihr seid ja nicht komplett entsetzt jetzt über den Vorschlag. Das ist schon mal gut. Am liebsten würde ich Montag und Mittwoch streamen. Aber ja, da kommt leider das Leben dazwischen. Okay, bevor jetzt hier der Blitz in den Andreas einschlägt, das wollen wir nicht. Der Gute. Verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Mittwoch oder Montag, ihr werdet es noch erfahren. Ich freue mich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und danke euch für eure Zeit, fürs Miträtseln und Mitquatschen und Zuschauen. Und danke auch an die natürlich, die nicht im Chat waren, wie immer. Ich suche den Ausknopf. Das muss ich auch jedes Mal laut kommentieren. Hochprofessionell. Und hier müsste das gehen. Macht's gut!